Es geht um das Thema des Kontextwechsels auf einer CPU. Das heißt, wenn verschiedene Prozesse zum jetzigen Zeitpunkt auf einem Betriebssystem ablaufen und gestartet sind, dann sollen die sich untereinander abwechseln und die Tätigkeit, die man braucht, damit sich abgewechselt werden kann, damit also von einem Prozess zu einem anderen geswitcht werden kann, das nennt man einen Kontextwechsel. Schauen wir uns das Ganze mal auf einem Windows-System an. Ich habe hier mal vorbereitet eine virtuelle Maschine, auf der ein ganz handelsübliches Windows 7 läuft. Und wenn ich mir mal aufrufe den Performance Monitor, kurz Perfmon, dann öffnet der und dann kann ich hier auf die Leistungsüberwachung gehen. Da wird mir jetzt schon ein Indikator angezeigt, den blende ich mal aus und ich hole mir jetzt einen Leistungsindikator hinzu. Und zwar gibt es hier in der Liste System und unterhalb von System gibt es hier die Kontextwechsel pro Sekunde. Da klicke ich auf Hinzufügen und dann wird das dargestellt auf meinem System. Jetzt kann ich mir noch ein klein wenig die Parameter anpassen. Also ich sage bei meinem Kontextwechsel die Skalierung 1,0. Er soll das wirklich 1:1 anzeigen. Und die Grafik, sagen wir mal, geht hier von 0 bis 10.000 die Skalierung. Also das heißt, von 0 bis 10.000 haben wir hier links am Rand. Und dann sehen wir für unsere Kontextwechsel pro Sekunde auf diesem Windows 7 System, wir haben durchschnittlich 780, 785 Kontextwechsel, die pro Sekunde stattfinden. Ja, jetzt ist das aber ein Windows 7 System, auf dem nichts los ist. Das heißt, wenn ich jetzt mal weitere Prozesse starte, hier einfach mal einen Taschenrechner oder ich starte hier mal das gute alte Microsoft Paint, dann sehen wir, der Ausschlag geht schon so ein bisschen nach oben. Hauen wir mal richtig rein. Nehmen wir mal den Internet Explorer. Der baut jetzt im Hintergrund dort mal ein paar Seiten auf. Okay, dann geht das nochmal so ein bisschen hoch. Dann werden wir viel mehr haben dann dort. Dann können wir einfach mal YouTube, www.youtube.de. Und auf YouTube gehen wir mal zu VFHCAB. VFHCAB. So, und dann starten wir da einfach mal hier ein erstbestes Video. Und das Video wird jetzt ausgeführt. Das heißt, im Hintergrund passiert auch richtig was. Und wenn wir jetzt diesen Leistungsindikator wieder sehen, dann sehen wir, dass da mehr los ist. Dass da also mehr passiert. Und dass wir hier also Werte haben, die jetzt plötzlich bei 1200 pro Sekunde liegen. Diese Werte werden von Zeit zu Zeit immer ermittelt. Es ist also keine 100%ige Echtzeitanzeige, sondern zu bestimmten Zeitpunkten, in der Regel einmal pro Sekunde, wird dort ein Wert abgeschätzt, der hier angezeigt wird. Und wir sehen, wir haben jetzt fast verdoppelt die Anzahl der Kontextwechsel pro Sekunde, nur allein dadurch, dass wir hier ein paar Prozesse zusätzlich gestartet haben, die jetzt natürlich alle aktiv sind, alle irgendetwas machen. Diese 1400, 1500, die wir jetzt hier gerade sehen, ist aber insgesamt immer noch sehr wenig. Und wenn ich hier einfach mal mein System zugrunde lege, also das System, mit dem ich jetzt gerade dieses Video aufzeichne, dann kann ich ja mal den Performance Monitor einblenden von diesem System. Ist auch ein Windows 7 System, da habe ich hier schon Kontextwechsel pro Sekunde. Und da sehen wir hier, ich habe hier 35.000 pro Sekunde. Also ich habe hier auch eine Skalierung links von 0 bis 50.000 und das läuft schon die ganze Zeit so. Das heißt also, meine Software, mit der ich jetzt gerade arbeite, mit der ich hier dieses Video aufzeichne, die braucht schon mal viel, die wechselt sich ab mit einigen anderen Programmen, auch mit der Software für die virtuelle Maschine, die ich eben gezeigt habe. Und dadurch ist hier sehr, sehr viel mehr los und deshalb gibt es auch sehr viel mehr Kontextwechsel pro Sekunde.